völlig neuen und gab doch einer ganzen Epoche seinen Namen. Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser. Eine schillernde Figur, für die Größe alles bedeutete. Ein impulsiver Monarch, der mit der Macht spielte, auf einem Spielfeld, das größer nicht sein konnte. Kaiser und Volk träumten vom Platz an der Sonne. Und stürzten in einen Krieg so grausam wie noch nie. War der Kaiser daran schuld? Der sich von Gott berufen fühlte und doch an einem Makel litt? Der ihn wie ein böses Omen belastete? Wilhelms Reich 1913. Voller Pracht. Und erstmals in Farbe. Der Kaiser empfängt Europas Herrscherhäuser. Zur Hochzeit seiner Tochter Viktoria Luise. Ein Familientreffen. Russlands Zar und Englands König, sie alle sind mit Deutschlands Majestät verwandt. Die Monarchie scheint beliebt wie nie. Es ist sein Jahr, 25 Jahre, Thronjubiläum. Er lässt sich als Friedenskaiser huldigen. Ein Jahr später ist Krieg. Wäre Wilhelm II. Damals gestorben, sein Bild in der Geschichte wäre Glanz und Gloria. Die wilhelminische Zeit. Ihre Bauwerke, wie hier die Moselbrücke in Trier, zeugen von des Kaisers Willen von ewiger Präsenz. Was treibt diesen Monarchen, der für viele Symbol ist für eigenes Streben nach Glanz und Größe? Wilhelm will von seinem Volk geliebt werden. Auserwählt sieht er sich von einem Höheren. Wilhelm fühlte sich von Gott beauftragt, Preußen-Deutschland zu führen, hat sogar gesagt, ich darf nicht auf die Presse hören, ich darf nicht das machen, was das Parlament von mir verlangt und auch nicht, was die zivile Reichsleitung von mir verlangt, denn ich bin schließlich nicht dem deutschen Volk verantwortlich, sondern dem lieben Gott allein. Als wolle er sich irdischer Kontrolle entziehen. Er ist nicht nur weltliches Oberhaupt, auch geistliches, als oberster Bischof der protestantischen Kirche. Der Berliner Dom ist sein Werk, dem Papst in Rom zum Trotz. Wilhelm predigt den Deutschen, nicht kleingläubig zu sein, auf Gott zu vertrauen und auf ihn. Er hat also wie im 18. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert seine Macht von oben kommen sehen und hat sich dementsprechend geäußert. Ja? Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen und der Gott, der liebe Gott, der solche Mühe hat, Preußen hochzubringen, wird uns jetzt nicht im Stiche lassen und so weiter. Wem Gott Gutes will, dem gibt er Größe und Macht. Das ist überall der Geist der Zeit. Wilhelm ist auch oberster Kriegsherr, befehligt eine hochmoderne Militärmaschinerie. Den Feldherrn spielen mag er am liebsten. Noch ist alles nur Manöver. Alle Tage Maskenball, spottet ein Kaiserfreund und spricht von seiner Majestät Marotte, bis zu 6-mal am Tag die Uniform zu wechseln. Weiß der Monarch um seine Verantwortung und die Gefahren in einem Staat, in dem der Rang beim Militär mehr gilt als Leistung im zivilen Leben? In dem die Uniform das öffentliche Bild bestimmt? Der Soldaten, ist der schönste Mann bei uns im Staat. Servus, Servus, Servus!
Ein Fabeltier seiner Zeit, das Macht und Größe verkörpern will. Alle Rollen, ob Herrscher oder Heerführer, will der Kaiser mit aller Macht ausfüllen. Ein Mann, der vollkommen überfordert war von seiner Rolle, der auf diese Rolle wenig vorbereitet war, dessen geistige Anlagen ihn verführten zu einer unvorstellbaren Besserwisserei, gelegentlich Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft oder der sozialpolitische neue Kurs, hat er das Richtige getan, ohne jeden Zweifel. Aber mit den Jahren war er so erfüllt von sich selbst, so betrunken von der monarchischen Rolle, die eigentlich für die das Land gar nichts mehr hergab, außer dem Bedarf nach Führung und Selbstdarstellung, dass er dieser Übergröße seiner eigenen Erscheinung erlegen ist. Wenn er gekonnt hätte, hätte er jeden Abend im Fernsehen eine Pressekonferenz gegeben. Aber das war alles noch nicht erfunden. Aber er wäre ein fabelhafter Televisionskaiser geworden. Wilhelm liebt das Repräsentieren, weniger das Regieren. Volkskaiser möchte er sein. Aber dem Volk bloß keine Macht geben. Die Untertanen sind wie Statisten in einer Welt, die klar geordnet scheint. Im Mittelpunkt seine Majestät, die dafür auch noch Zuspruch erntet. Die gute alte Zeit, wie man sagt. Der Kaiser versteht sich als Wegweiser in allen Lebenslagen. Sein im Herzen. Nicht wünschen, was unerreichbar oder wertlos. Zufrieden mit dem Tag, wie er kommt. In allem das Gute suchen und Freude an der Natur und an den Menschen haben, wie sie nun einmal sind. Die Welt ist so groß und wir Menschen sind so klein. Da kann sich doch nicht alles um uns allein drehen. Die ihn näher kannten, schreibt der Historiker Goloman, wussten, wie viel mit ihm nicht stimmte, wie sehr er belastet war durch frühe Erfahrungen in der Familie, Überwertigkeits- und Unterwertigkeitsgefühle, Größenwahnsinn, Depressionen, überhitztes, sentimentales, gespreiztes. Nie zuvor hat es einen so unecht zusammengesetzten Königsstil gegeben. Er war überhaupt ein Staatsschauspieler allerhöchsten Ranges. Für seine Zeit perfekt. Wenn Sie da genau hinschauen, dann wird die Hand ja immer versteckt. Dann wird dieser Makel so auffallend versteckt, dass man ihn gar nicht übersehen kann. Das ist eine tragische Ironie darin. Dieser Männlichkeitswahn, den er zur Schau stellt, oder diese Männlichkeitsbesessenheit, die hat natürlich auch etwas damit zu tun. Dieses gewaltsame Auftreten in Paraden, dieses berühmte Bild, wo er mit seinen zahlreichen Söhnen alle mit wehenden Helmbüschen im Jahr 1913 in Berlin vor dem Stadtschloss aufmarschiert, das kompensiert alles diesen inneren Zweifel, dieses Gefühl einer magischen Verdammnis. Deshalb immer wieder ich von Gottes Gnaden. In Potsdam, Residenz der Preußenkönige, verbringt Wilhelm II. Seine Jugend. Die Jahre stehen unter einem schlechten Stern. Das Trauma seiner Geburt 1859 lässt den künftigen Regenten nicht los. Die Niederkunft der Mutter, Prinzessin Victoria, älteste Tochter der britischen Queen, verläuft langwierig und schmerzhaft. Es kommt zu Komplikationen. Das Kind ist bei der Geburt halb tot. Erst ein beherzter Klaps der Hebamme auf den Po des Säuglings aktiviert die Atmung. Doch es bleiben die Folgen eines ärztlichen Kunstfehlers. Der linke Arm wird verletzt, hängt schlaff am Körper des Kindes, bleibt zeitlebens gelähmt und verkürzt. Ein Thronfolger mit Makel. Es ist der Beginn einer freudlosen Jugendzeit, wie er später sagen wird. Für das Haus Hohenzollern ist die Behinderung des Prinzen
ein schwerer Schicksalsschlag. Eine Verkrüppelung ist immer unter allen Umständen eine schlimme Sache. Für einen, der regieren soll, der König wird, ist es ganz fatal, denn es war das böseste Omen, was man überhaupt neben einer Fehlgeburt überhaupt haben konnte. Denn nach der germanischen Überlieferung, und die war dem Wilhelm völlig präsent, nach der germanischen Überlieferung überträgt ja der König das Königsheil. Wenn diese Hand aber verkrüppelt ist, wie soll sie heilen? Er musste dieses Königsheil in sich tragen und hatte doch in jeder Sekunde seines Lebens das nagende Gefühl, du bist eigentlich nicht legitim. Dabei soll er doch einst ein Reich führen, das im Krieg geschmiedet wurde. Ein Reich, dessen Regent ein ganzer Mann zu sein hat, wie es hieß. In einer Zeit, in der das Militär ja doch eine große Rolle spielte, nicht? Also, dass der zukünftige Kaiser ja nicht nur als Staatsoberhaupt war, sondern der war ja auch oberster Kriegsherr. Und dass der oberste Kriegsherr nach damaligen Begriffen ein Krüppel war, das gab ja den Begriff des Behinderten, gab es ja gar nicht damals. Sondern wenn jemand so etwas hatte, den Arm nicht bewegen konnte, dann war es eben ein Krüppel. Und ein Krüppel sollte dann also oberster Kriegsherr werden. Das war natürlich schon, war außerordentlich schwierig. Und die Eltern haben das sicherlich auch erkannt und versucht nun mit allen Mitteln, ja heute würde man sagen, dieses Kind auf diese spätere Rolle hinzutrimmen. Die Methoden müssen dem Kind wie Folter vorkommen. Wilhelm wird in ein eigens entwickeltes Streckkorsett gesteckt. Skizzen seiner Mutter Victoria, die der Familie das Ausmaß der Behinderung vor Augen führen sollen. Haltungsschäden, der Kopf neigt zur Seite. Von Anfang an ist das Verhältnis Mutter-Kind gestört. Victoria klagt: Sein Arm verbittert mir das Leben. Und ich kam nie zur Freude über seinen Besitz. Seine Zukunft bereitet uns die größten Sorgen. Wilhelm II. Ist eigentlich schon mit 15 oder 16 Jahren ein sehr kaltherziger Mensch. Viele Leute, auch seine Erzieher, aber vor allem seine Mutter, seine Eltern, sagen beide, also das, was man bei einem normalen Menschen erwartet an Gefühlen, ist einfach nicht vorhanden. Es ist fast so, als hätte diese Behandlung und das schlechte Verhältnis zu seiner Mutter diese warmen menschlichen Gefühle ausgemerzt. Im neuen Palais in Potsdam gilt der Thronfolger als Sorgenkind. Nach strenger Erziehung wird aus dem gequälten Jungen ein halbwegs stattlicher Soldat. Wilhelm II. Gilt als mittelmäßig begabt, mit schneller Auffassung, aber Hang zur Oberflächlichkeit. Als 1888 sein Vater, Kaiser Friedrich III., an Halskrebs stirbt, steht Wilhelm II. Mit gerade 29 Jahren bereit. Ein junger Kaiser, dem Fortschritt zugewandt. Volldampf voraus in eine neue Zeit. Kaiser Wilhelm II. Will am liebsten das Staatsschiff ganz alleine steuern. Reichsgründer Otto von Bismarck, 75 Jahre, stört und wird 1890 durch einen anderen Kanzler ersetzt. Der Kurs bleibt der alte, sagt der Kaiser. Erfahrung? Ja, die habe ich allerdings nicht. Es beginnt die wilhelminische Epoche, in der Deutschland vom Agrar- zum Industriestaat wird. Diese Bilder von 1897 zeigen den Kaiser zum ersten Mal gefilmt von einer Kamera. Er will sich mit allen gutstellen, mit der Wirtschaft, den Reichen und den Armen. Nach der Thronbesteigung empfängt seine Majestät streikende Arbeiter. Das ist ohne Beispiel in Preußens Geschichte. Ein sozialer Kaiser will er sein. Doch Sozialdemokraten sind für ihn vaterlandslose Gesellen. Er will, dass man ihm folgt. Zu neuen Ufern. Zu großem sind wir noch bestimmt. Und herrlichen Tagen führe ich euch entgegen, sagt der Kaiser. Das Reich wird zum Industriegiganten, exportiert in alle Welt. Das steigt nicht nur dem Kaiser zu Kopf. Er hat es eilig, seinem Reich auch außenpolitisch mehr Gewicht zu verleihen und zu Großmächten wie England aufzuschließen.
Eine Art Hassliebe verbindet den Kaiser mit dem Inselreich. Auf der Isle of Wight hat Wilhelm die besseren Tage seiner Jugend verbracht, in Osborne House. Das Familiengemälde erinnert daran, in der Sommerresidenz der Großmama. Der legendären Queen Victoria, die ihn anders als die Mutter, wie er glaubt, von Herzen liebt. Von der Terrasse aus sieht der deutsche Prinz zum ersten Mal Schiffe ihrer Majestät und greift begeistert zum Zeichenstift. Später wird er hier in der Uniform von Lord Nelson, dem Sieger von Trafalgar, posieren und schwärmen. Es macht mich ganz schwindelig. Er war sich sehr bewusst, nicht nur Enkel, sondern der Lieblingsenkel der Queen Victoria zu sein. Und er war maßlos beeindruckt durch die Leistungen der Briten zur See. Und die größte Kränkung, die ihm wohl je in seinem Leben widerfahren ist, war, dass der Yachtclub von Cowes, der vornehmste englische Yachtclub, sagte, ach, den Herrn aus Preußen, den wollen wir nicht. Er glaubt sich verstoßen, wie von seiner englischen Mutter. Und da hat er wohl innerlich geschworen, ich komme wieder und besuche euch mit einer ganzen Schlachtflotte. Dabei sieht er sich doch als Mitglied der Königsfamilie. Ich bin auch Brite, sagt Wilhelm. Noch einmal kehrt er nach Osborne House zurück. 1901. Die Großmutter hat einen Schwächeanfall erlitten und stirbt in den Armen des deutschen Kaisers. Bei der Bestattung der Queen reitet Wilhelm II. Auf einem Schimmel neben Onkel Edward VII., der über ihn sagt, er ist durch und durch falsch und der erbittertste Feind, den England besitzt. Wilhelm will England herausfordern. Seemacht ist Weltmacht, lautet das Credo überall in Europa. Und er will der Steuermann sein, um aus der Landmacht eine Seefahrernation zu formen. Und nun traf er wie ein Faustus seinen Mephisto. Und dieser Mephisto war der Admiral, spätere Admiral von Tirpitz. Wilhelm, besessen von Seemachtsideen, Tirpitz, der Technokrat, ein hochbegabter, außerordentlich tüchtiger Organisator. Tirpitz will den kaiserlichen Traum unbedingt erfüllen. Und man merkt nicht, dass dieses Spiel ein tödliches Spiel war. Es ist das fatalste Spiel, was Wilhelm II. Und was die Deutschen je gespielt haben. Bitter Not ist uns eine starke deutsche Flotte, sagt Wilhelm, den sie den Flottenkaiser nennen, und der glaubt, mit Schlachtschiffen die alte Seemacht England in ein Bündnis zwingen zu können. Die Flotte ist populär, Symbol nationaler Größe. Der Kaiser will damit andere das Fürchten lehren. Die Machtmechanik in Europa ändert sich gefährlich. England bildet Allianzen mit Frankreich und Russland. Deutschland isoliert sich. Der Kaiser sucht Zerstreuung. Standesgemäß. Tanzvergnügen auf der Hohenzollern, der kaiserlichen Luxusjacht. Frauen sind hier nur gelegentlich geduldet. Auf Reisen geht der Monarch am liebsten mit Männern, bis zu 9 Monate im Jahr. Zum Regieren bleibt da wenig Zeit. Der Reisekaiser eilt wie ein Getriebener von Ort zu Ort. Kauft auf Korfu die Villa der Kaiserin Sissi. Er bleibt nie lange. Sie nennen ihn Wilhelm, den Plötzlichen. Alljährlich als Höhepunkt zieht es ihn in den Norden, in Norwegens Fjordwelt. Pilgerfahrten zu den sogenannten Urquellen des Germanentums. An Bord sind auserwählte Günstlinge, die wissen, wie Majestät bei Laune gehalten werden. Männer runden, spielen blinde Kuh an Deck. Herrliche Zeiten. Das Steuerrad der Hohenzollern steht heute in einer Kirche in Wilhelmshaven, Symbol der Irrfahrten des Kaiserreichs.
Wohin denn die Reise gehe, wird der Steuermann einmal gefragt. Der antwortet: Ich fange nur so drauf los. Nur sporadisch zu Hause sind seine Majestät im neuen Palais in Potsdam, erbaut von Vorfahr Friedrich dem Großen. Das Schlafzimmer ihrer Majestät, Kaiserin Auguste Victoria. Doch die Gattin wird oft allein gelassen vom Reisekaiser. Sie schreibt: Diese ewigen Trennungen sind doch zu scheußlich. Engelchen, komm bald zurück. Ich möchte dich innig küssen. Auf Augen und wo es sonst noch angenehm ist. Das Schlafzimmer des Kaisers in einer damals hochmodernen Wohnung. Mit elektrischem Licht, aber Dusche mit Pickelhaube. Sieben Kinder gehen aus der Ehe hervor, die nach außen als vorbildlich gilt. Doch der Kaiser war als Prinz bekannt als Abenteurer, den weiblichen Reizen durchaus zugeneigt. Ein junger Mann mit vielen Romanzen. Wilhelm hat ja sehr früh geheiratet und hat aber gleich zu der Zeit, also in der jungen Ehe, Liebesbeziehungen gehabt. Ich sage Liebesbeziehungen, also sexuelle Beziehungen könnte man vielleicht besser sagen, mindestens zu drei Frauen, die wir namentlich kennen. Die eine im Elsass, die er dann nach Potsdam geholt hat. Die anderen beiden waren Wienerinnen, die er aber auch anderswo in Österreich auf der Jagd gesehen hat. In dem Fall zwei gleichzeitig. Und dann hat er außerdem noch eine sehr merkwürdige Beziehung zu einer Frau gehabt, die Elisabeth Berard hieß, mit Mädchennamen. Jetzt heißt sie Gräfin Wedel und verdreht dem jungen Hohenzollernprinzen den Kopf. Prinz Wilhelm schreibt: Sie haben Ihrem früheren Gemahl alles verweigert. Würden Sie mir auch alles verweigern, wenn ich bittend vor Ihnen kniete? Die Gräfin droht später, die Briefe zu veröffentlichen. Der Kaiser zahlt Schweigegeld. Folgen haben auch Wilhelms Ausflüge nach Wien, Hauptstadt des Bündnispartners Österreich-Ungarn. Hier geht es nicht immer nur um hohe Politik. Prinz Wilhelm von Preußen und Prinz Rudolf, Österreichs Thronfolger, vergnügen sich in Edelbordellen. Die Krone war dann noch, dass eine dieser beiden Frauen dann ein Kind gekriegt hat und das ausgerechnet dem Wilhelm unterschoben hat. Das Elend beim Wilhelm war dann nur, was auch wieder so typisch ist, er hat sich dann geweigert zu zahlen. Und dann gab es ein Riesentheater in Wien und der Rudolf ist dann zum Kaiser Franz Josef natürlich gegangen, hat ihm die ganze Geschichte erzählt. Der Kaiser hat sich halb krank gelacht und hat gesagt, ach, geben wir, da war er ja noch Kronprinz, der Wilhelm, da geben wir ihm einfach einen Kredit. Und so hat Kaiser Franz Josef praktisch die Eskapaden des Wilhelm bezahlt zum großen Gaudium, denn das war ja nicht viel. Als Kaiser sind ihm Affären zu riskant. Da spielt er den Mustergatten und präsentiert sich als Inbegriff christlicher Sittenstrenge. Deutschlands oberster Familienvater mit mindestens zwei unehelichen Kindern. Lieber als zu Hause ist Wilhelm II. Auf der Jagd. Immer wenn die Hirsche im Walde schreien, so möchte ich zur geliebten Büchse greifen, sagt Deutschlands erster Jäger. Eine Männerangelegenheit, mit devoten Fürsten, die ihre Monarchen das Wild vor die Flinte treiben lassen, auf das er Wohlwollen zeige. Für den Kaiser mit der Behinderung ist die Jagd eine besondere Prüfung. Für ihn ist jeder Treffer ein Triumph über sein Handicap. In 4 Jahren schießt er über 46.000 Stück Wild. Beim Jagen lernt Wilhelm auch seinen besten Freund kennen. Der hat ein Schloss nahe Berlin in Liebenberg mit einem Teehaus für gemütliche Männerrunden.
Der Schlossherr ist ein Künstler. Er dichtet, komponiert und gehört schon bald zu den engsten Beratern seiner Majestät. Wilhelm fühlt sich hingezogen. Dieser Mann hat schon bald mehr Einfluss als mancher Minister. Philipp Graf zu Eulenburg, genannt Philly, und sein Freund der Kaiser, den sie in Liebenberg das Liebchen nennen. Das spricht sich herum im Reich. Die Liebenberger Tafelrunde und ihr Einfluss auf den Kaiser, Gerüchte von spiritistischen Sitzungen und homosexuellen Beziehungen genügen dem Journalisten Maximilian Harden für eine Pressekampagne. Der Freund des Kaisers soll homosexuell sein. Und das gilt damals als Straftat. Ein anderer Vertrauter, der industrielle Krupp, hat nach ähnlichen Vorwürfen Selbstmord begangen. Doch der Kaiser hier im Trauerzug hielt ihm die Treue. Und im Fall Eulenburg? Schon vor dem Prozess bricht Wilhelm den Kontakt ab. Das wirklich Traurige für meinen Großvater war, dass der Kaiser ihn, man kann wohl sagen, fallen ließ. Was hat bei Wilhelm Bestand? Und damit hat er ja nun wirklich nicht gerechnet. Hatte sowieso darunter zu leiden, dass er völlig isoliert war. Also die Hofgesellschaft oder alles, war ein Verfemter sozusagen plötzlich geworden. Obwohl ja der Prozess gar nicht zu Ende geführt worden war. Normalerweise sagt man doch, solange jemand nicht verurteilt wurde, ist er nicht schuldig. Aber so dachte man damals gar nicht. Er wurde allgemein für schuldig gehalten. Und das große Unglück eben war für meinen Großvater, dass sein Kaiser sozusagen nichts für ihn tat. Freund Eulenburg hatte den Kaiser immer darin bestärkt, alleine zu regieren, ein persönliches Regiment zu führen. Nicht der Kanzler regiere, sondern der Kaiser. Seine Berater reden ihm nach dem Mund. Und Majestät sind von der eigenen Wortgewalt selbst am meisten ergriffen. Der Redekaiser. Meine Nachfolger sollen einmal wissen, dass ich forsch war. So redet er sich und sein Reich ins Abseits. Auftrumpfende Parolen mit oft drastischen Folgen. Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Ruft er den Soldaten zu, die 1900 nach China ziehen, um einen Aufstand gegen europäische Kolonialherren zu rächen. Die Soldaten nehmen ihn beim Wort. Sie sollen sein wie die Hunnen, fordert der Kaiser. Die Proteste im Parlament werden übertönt. Für den Monarchen ist der Reichstag ein Affenhaus. Wilhelm lässt sich oft hinreißen zu Worten und auch Taten, deren Folgen unabsehbar sind. Wilhelm hat sehr viele schlimme Reden gehalten. Er ließ sich überhaupt nicht davon abbringen, Reden zu halten. Auch Eulenburg und andere haben ihn angefleht. Sie brauchen, Majestät, Sie brauchen doch keine Reden zu halten. Aber er glaubt ja, der liebe Gott lege ihm die Worte in den Mund. Vieles, was in dieser Hundenrede vorkommt, viele Wendungen, die vorkommen, hat der Kaiser häufig gebraucht. Es ist sozusagen fast wie eine Platte, die immer wieder aufgelegt wird. Es gibt so bestimmte Phrasen, benimmt euch wie Deutsche, denkt daran, dass ihr Christen seid und gibt kein Pardon und zeigt den Chinesen, was ein Christ ist, was ein deutscher Soldat ist und so weiter. Das kommt immer wieder vor, sodass es nicht der Fall sein kann, dass diese Rede sozusagen ungewollt war. Der Kaiser gibt sich gern forsch, aber scheut den offenen Konflikt. Wenn es ernst wird, rudert Majestät schnell zurück. Wilhelm der Zögerer wird er auch genannt, weil er immer wieder Krisen auslöst, bei Kriegsgefahr aber umgehend den Rückzug antritt. Der Kaiser wird zunehmend zu einem diplomatischen Sicherheitsrisiko, eine tickende Zeitbombe. Ihm geht es um die deutsche Weltstellung, um einen Platz an der Sonne, den viele Deutsche wollen. In Kolonien wie Deutsch-Südwest, in Afrika. Ein pures Prestigeobjekt, wirtschaftlich unrentabel.
Doch wer in Europa etwas gelten will, muss über Raum in der Ferne gebieten. Swakop Mund in Afrika. Die Kaiserzeit scheint heute noch so nah. Doch einige Erinnerungen schmerzen. Das Reiterstandbild von Windhoek. Es gemahnt auch an ein Verbrechen, das die Nachkommen der Opfer nicht vergessen. Unforgivable Kaiser. Diesem Kaiser werden wir Hereros nie vergeben können. Denn er gab seinem General von Trotha den Befehl zu töten. Und der führte den Befehl gnadenlos durch. Alle Hereros müssen verschwinden, sollen krepieren. Auch Frauen und Kinder. Mit oder ohne Vieh, mit oder ohne Waffen. Sie sollen verschwinden. Die Deutschen haben den Hereros Weideland genommen. Es kommt zum Aufstand und 1904 zur blutigen Schlacht am Waterberg. Ein ungleicher Kampf. Holzkeulen gegen Maschinengewehre. Ein frühes Tondokument. Meldung von der Spitze. 600 Meter vor uns zeigen sich feindliche Hereros-Banden. Visier 550. Langsame Schützenfeuer. Den frechen Aufständischen soll die verdiente Strafe zuteil werden, befiehlt der Kaiser ganz im Stil der Kolonialmächte. Mindestens 30.000 Hereros kommen um. The people died throughout Omaheke, and some of them were under the trees in the bush hiding. Unsere Leute starben überall in der Omaheke-Steppe. Manche versteckten sich unter Bäumen oder Büschen, aber die Deutschen kamen und legten Feuer. Andere gruben Erdlöcher, um sich zu verstecken. Aber die Deutschen kamen und schossen auf sie. Unser ganzes Volk sollte vertrieben werden, jenseits der Omaheke-Steppe. Die 1500 deutschen Toten haben ein Grabmal erhalten. An die Opfer der Hereros erinnern nur diese Fotografien. In Europa will sich das Kaiserreich mit Großmächten messen. Der deutsche Wunsch, als Weltmacht zu gelten, rüttelt am Status quo, setzt einen fatalen Rüstungswettlauf in Gang. Diese jungen Soldaten kennen nur Manöverspiele. Aber der Kurs ihres Kaisers hat dazu geführt, dass Deutschland nur noch Österreich-Ungarn als Bündnispartner hat. Und viele von einem großen Kräftemessen sprechen? Und Krieg meinen. Als 1913 zur Hochzeit der Kaisertochter Victoria Luise der europäische Hochadel in Berlin noch einmal zusammenkommt, wird in den Hauptstädten längst an Aufmarschplänen gearbeitet. Wilhelm II. Will sein Volk auf einen Krieg gegen Russland vorbereiten. Kein Wort davon im Gespräch mit Georg V. von England. Wenn schon Krieg, dann wollen Kaiser und Generalstab als Erste losschlagen. Solange der militärische Vorteil auf deutscher Seite ist. 1913, bei der Einweihung des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig, sichert er dem Verbündeten Österreich zu: Ich gehe mit euch. Gemeint ist der Krieg. Endlich kommt die Lage, in der eine Großmacht nicht länger zusehen kann, sondern zum Schwert greifen muss. Der Unruheherd Balkan ist die Zündschnur am Pulverfass Europa. Österreich-Ungarn bekommt seinen Vielvölkerstaat nicht mehr in den Griff. Die Serben im Habsburger Reich streben nach Unabhängigkeit. Das Attentat von Sarajevo legt das Feuer an die Lunte. Am 28. Juni 1914 wird Österreichs Thronfolger Franz Ferdinand von einem bosnischen Serben ermordet. Die fatalen Folgen kann in diesem Moment niemand ermessen. Immerhin, es wird nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, aber doch der Erzherzog von Österreich, der Thronfolger
des Kaisers wird dahingemäht von einem Terroristen, hinter dem der serbische Geheimdienst steht, hinter dem nun wieder Russland steht, auch der russische Geheimdienst. Dieses ist eine so ernste Sache, dass man nicht mit einem Schulterzucken drüber weggehen kann und sagen kann, Österreich hat so viele Erzherzöge, auf einen mehr oder weniger kommt es nicht an. Wilhelm II. Erfährt davon bei der Kieler Woche. Er ist sich unschlüssig. Soll er die Regatta jetzt abbrechen? Eines ist klar, er wird zu Österreich stehen, komme was wolle. Das Attentat kommt den Scharfmachern in Wien und Berlin gelegen. Österreich will abrechnen mit Serbien und baut auf die Treue des deutschen Bündnispartners. In Potsdam wird Wilhelm ein Bericht des Botschafters in Wien vorgelegt. Der Diplomat rät zur Mäßigung. Seine Majestät sind anderer Meinung. Wer hat ihn dazu ermächtigt? Das ist sehr dumm. Geht ihn gar nichts an, da es lediglich Österreichs Sache ist, was es hierauf zu tun gedenkt. Nachher heißt es dann, wenn es schief geht, Deutschland hat nicht gewollt. Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald. Potsdam am 5. Juli 1914. Österreichs Kaiser Franz Josef schickt einen Gesandten zu Wilhelm II. Wien will Krieg gegen Serbien und bittet um Rückendeckung aus Berlin. Im neuen Palais stellt Wilhelm eine Art Blankoscheck aus. Deutschland wird Wien im Krieg zur Seite stehen. Damit ist eine verhängnisvolle Maschinerie in Gang gesetzt. Der Kaiser spielt Frieden und geht auf Nordlandreise, wie immer. Damit es so aussieht, als sei die Balkankrise nicht von Bedeutung. In früheren Krisen war der Kaiser oft wankelmütig geworden. Diesmal will er entschlossen bleiben. Krieg ist in Sicht. Überall in Europa geht das Leben seinen gewohnten Gang. Wie viele Krisen hat es schon gegeben? Und wer weiß schon, was ein Krieg in dieser Zeit bedeuten kann? Die Leute haben den Krieg nicht mehr gekannt. Der alte Kaiser zum Beispiel hat zu meiner Mutter damals gesagt, die werden noch einmal sehen, was da ist. Denn dieser Krieg ist immer ein trauriger für den Sieger wie für den Besiegten. Keiner will den großen Krieg. Wie Wilhelm erwartet auch Österreichs Kaiser Franz Josef einen begrenzten Schlagabtausch. Nur eine kleine Strafaktion gegen Serbien. Kaiser Franz Josef wollte absolut nicht, aber es ist in der Politik, gibt es manchmal Strömungen, die einfach alles vor sich wegputzen. Das war damals wahrscheinlich auch der Fall. Wilhelm ist noch immer in Norwegens Fjordwelt, als Serbien wieder erwarten ein Ultimatum Österreich. Wilhelm fühlte sich von Gott beauftragt, Preußen-Deutschland zu führen. Hat sogar gesagt, ich darf nicht auf die Presse hören, ich darf nicht das machen, was das Parlament von mir verlangt und auch nicht, was die zivile Reichsleitung von mir verlangt, denn ich bin schließlich nicht dem deutschen Volk verantwortlich, sondern dem lieben Gott allein. Als wolle er sich irdischer Kontrolle entziehen. Er ist nicht nur weltliches Oberhaupt, auch geistliches, als oberster Bischof der protestantischen Kirche. Der Berliner Dom ist sein Werk, dem Papst in Rom zum Trotz. Wilhelm predigt den Deutschen, nicht kleingläubig zu sein, auf Gott zu vertrauen und auf ihn. Er hat also wie im 18. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert seine Macht von oben kommen sehen und hat sich dementsprechend völlig neuen und gab doch einer ganzen Epoche seinen Namen. Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser. Eine schillernde Figur, für die Größe alles bedeutete. Ein impulsiver Monarch, der mit der Macht spielte, auf einem Spielfeld, das größer nicht sein konnte. Kaiser und Volk träumten vom Platz an der Sonne. Und stürzten in einen Krieg so grausam wie noch nie. War der Kaiser daran schuld? Der sich von Gott berufen fühlte und doch an einem Makel litt?
der ihn wie ein böses Omen belastete? Äußert, ja. Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen. Und der Gott, der liebe Gott, der solche Mühe hat, Preußen hochzubringen, wird uns jetzt nicht im Stiche lassen und so weiter. Wem Gott Gutes will, dem gibt er Größe und Macht. Das ist überall der Geist der Zeit. Wilhelm ist auch oberster Kriegsherr. Befehligt eine hochmoderne Militärmaschinerie. Den Feldherrn spielen mag er am liebsten. Noch ist alles nur Manöver. Alle Tage Maskenball, spottet ein Kaiserfreund. Und spricht von seiner Majestät Marotte, bis zu 6-mal am Tag die Uniform zu wechseln. Weiß der Monarch um seine Verantwortung und die Gefahren? Es ist sein Jahr. 25 Jahre. Thronjubiläum. Er lässt sich als Friedenskaiser huldigen. Ein Jahr später ist Krieg. Wäre Wilhelm II. Damals gestorben, sein Bild in der Geschichte wäre Glanz und Gloria. Die wilhelminische Zeit. Ihre Bauwerke, wie hier die Moselbrücke in Trier, zeugen von des Kaisers Willen von ewiger Präsenz. Was treibt diesen Monarchen, der für viele Symbol ist für eigenes Streben nach Glanz und Größe? Wilhelm will von seinem Volk geliebt werden. Auserwählt sieht er sich von einem Höheren. Wilhelms Reich 1913. Voller Pracht. Und erstmals in Farbe. Der Kaiser empfängt Europas Herrscherhäuser. Zur Hochzeit seiner Tochter Viktoria Luise. Ein Familientreffen. Russlands Zar und Englands König, sie alle sind mit Deutschlands Majestät verwandt. Die Monarchie scheint beliebt wie nie.